Alles schöni, alles schöni. Noch geht alles. Nee. Nicht mit unserer raren MP-Muni. Die brauche ich später noch. Ich kann hier nicht an den Sandsäcken vorbeigucken. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Egal, den machen wir so platt. Muni, Muni, Muni! Noch mehr Muni. Das ist eine schöne Position. Das ist so eine kleine Geschützfalle. Die kommen hier gleich lang, ne? Oh, Geschütze kann durch Wände gucken. Ich liebe ihn so sehr. Also, ich liebe ihn, wie man ein Geschütz nur lieben kann, ohne dass es komisch wird. Okay, das probieren wir später nochmal. Ey, stopp, bleib doch hier. Bleib doch hier, Mensch. Ist hier noch einer? Bleib da, bleib da, bleib da. Wir haben ihn fast. Muni, schade, er ist runtergesprungen. Oho. Geschütze, bitte, bitte. Now. Alles cool. Geschütze ist gleich tot. Ich habe so ein Problem, wenn Geschütze tot ist. Der müsste aber gleich kommen, ne? Der Typ. Jupp. Jupp. Das ist der sogenannte Bunkerplan. Oh nein. Medic. Medic. Am Popo, Mann, aber sowas von. Ich muss raus. Ich muss raus, aber dann bin ich tot. Da ist er, da ist er. Spezialmuni, Mann. Schön. Ja! Wo kam das denn her? Das war ein Geschütz, ne? Ne, ist kein Geschütz. Geschütze, ich brauch dich. Das ist ein billiger Trick, aber ich mach das jetzt einfach mal. Er steht zu viel auf dem Spiel. Es geht hier um einen Kontrollpunkt. Jetzt brennt ja schon wieder alles. Genau deswegen, weil ich kaum rauskommen kann und die mich weghämmern. Geschütze ist noch da, ne? Da, Geschütze, schieß auf sie. Ziel außer Sicht. Yep. Ich weiß. Ich weiß. Das wird hier eine langwierige Nummer. Ich kann nicht raus. Ich kann einfach nicht raus. Sie muss rauskommen. Oder ich muss Geschütze einpacken und umpositionieren. Das geht nicht anders. Ich komme sonst hier nicht mehr raus. Ist alles nachgeladen. Da ist noch einer. Einer, der mich wahrscheinlich auf mysteriöse Art und Weise schon geortet hat. Warum auch immer. Über Funk, ne? Hat er über Funk bekommen, die Information? Ah, okay. Das tat weh. Geschütze ist gleich da. Hierhin. Ja. Hierhin. Alles cool. Medic! Mein alter Feind. Oh! Nicht vom Medic erledigen lassen. No way. Komm jetzt, ist gut. Alter Schwede. So, geschützt sie. Sie ist abgezogen, ne? Wo ist sie hin? Sie ist hier irgendwo. Hat der Medic vielleicht ein Medikitchen für mich? Yay, hat er. Aufladen. Ich hoffe, es tut auch dir sehr weh. Jupp. Schade. Feindlicher Anführer entdeckt. Oh oh. Wo ist er? Wo ist der Anführer? Ich brauche die komplette Unterstützung. Das ist er, ne? Ja, genau. Geschütze, lenk ihn ab. Nein! Das ist ein Medic. Das ist ein Medic. Ein super legendärer Medic. Ich flipp aus, ich flipp aus. Cool bleiben, cool bleiben. Oh Gott, cool bleiben. Hier brennt alles. Ja, ja, ja. Oh komm, echt jetzt? Das ist so lächerlich. Das ist mal so lächerlich. Medic mit Spezialmunition, natürlich. Wir hatten echt ganz gute Karten gehabt bisher. Eigentlich ganz cool, aber der belebt jetzt alle wieder. Das ist so ein übereifriger Medic, ist das. Oh nein. Brennt die auch? Ja, die brennt. Natürlich brennt sie. Ich muss hier raus. Stopp. Nee, ist. Oh, oh.
Es geht zu Ende, es geht zu Ende. Es war so schön bis hierhin. Es war so schön. Mieser Medic, du mieser Medic. Oh nein. Und jetzt wird's wieder extrem. Wir hätten den Medic von vornherein mit Attack erwischen müssen. So einen schönen Headshot setzen mit Attack. Ich muss ein bisschen rumlaufen. Ich muss ein bisschen rumlaufen. Da ist noch einer. Zu offen, zu offen. Zu viele Sandsäcke. Beschütze ihn 9. Ja, super. Das ist nicht cool. Doch, ist okay. Ist okay. Kann ich drin stehen. Er muss wiederbelebt werden. Ich kann ihn nicht runterziehen, das ist so schade. Oh. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine andere Wahl als... Naja, das war schon dumm. Das war schon dumm. Das macht man eigentlich nicht. Und es tut mir sehr leid. Das hätte es wirklich fast sein können. Das hätte es wirklich fast sein können. Wobei, ich glaube, wir können auch hier von unseren Kameraden ebenfalls hochgehoben werden. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Das hätte es wirklich sein können. Unser erster Kontrollpunkt, Alarmstufe 4 Solo, den wir mit dem ersten Leben schaffen. Na gut, dann schaffen wir es halt mit dem zweiten Leben. Dann schaffen wir es wie so oft, Klappe die zweite. Und alles wird gut. Oh nein, der hat richtig Probleme, ne? Ach, der ist auch hinüber. Na gut, dann gehe ich jetzt schlafen. Gute Nacht. Und guten Morgen, Solarfarm, Klappe die zweite. Ihr steht schon perfekt. Das ist jetzt die Frage, muss ich das Ding jetzt komplett nochmal neu spielen? Das war schon oft nicht der Fall. Es wäre jetzt ein bisschen... Ah, nicht beanspruchter Kontrollpunkt. Alles klar, wunderbar. Nee, ist doch nicht so richtig klar. Ich muss sie trotzdem rufen. Aber hier sind schon welche. Verstärkung unterwegs. So, jetzt kommt die Verstärkung. Wir haben schon ein paar Männer hier drin. Kontrollpunkt verteidigen. Nein, alles cool. Er gehört uns schon. Wir müssen ihn nur verteidigen. Cool, sehr schön. Also quasi nur die zweite Welle nochmal machen. Das ist doch schon mal was. Ich traue mich kaum zu schießen. So aufgeregt bin ich jetzt wegen diesem ollen Kontrollpunkt. Na, 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 na. Was ist los mit dir? Geht hoch. Vorsicht, festgeglitscht. Das wäre übel gewesen, vorsichtig. Ich muss mich konzentrieren. Na, das wollen wir doch mal sehen, mein Freund. Das wollen wir doch mal sehen. Wenn du hier bewegungsunfähig machst. So, dann wollen wir mal reingehen in die gute Stube. Ist der Endboss schon da? Nehme ich nicht. Yay, es sind noch mehr Verbündete eingetroffen. Sehr schön. Das wird schon. Hallo. Flupp. Voll auf die Rübe. Weg. Rüber. Vorsichtig. Oh nein. Nicht die Mega-Killer-Drohne am Himmel. Bitte, bitte, bitte nicht rüberkommen. Das wäre ganz, ganz edel von dir. Yay. Meine Güte, was für eine Plackerei hier. Ich sag's ja immer wieder. Kontrollpunkt, Alarmstufe rot. Ja, schon wieder. Alarmstufe 3 spielt sich eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm. Aber... Sobald man dann auf die 4 geht, ist es einfach zu viel. Es ist wirklich einfach zu viel. Das ist für, für Koop-Leute gedacht. Für Teams, für kleine Teams. Da kommen dann zwar wahrscheinlich auch noch mehr Gegner, aber das ist schon, das verliert sich so ein bisschen. Hier ist weniger Flow. Ein gutes Stück weniger. Aber das kann auch an mir liegen, ja.
meine Güte. Moni, 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 Moni. Geht doch. Geht doch. Dankeschön. Ist doch gut, Mensch. Mach das Ding doch endlich mal kaputt. Geschütz die platzieren. Irgendwo schön oben. Irgendwo schön oben. Ja, genau dahin bitte. Da steht noch einer von den Gegnern. Der ist irgendwie eingefroren. Warum auch immer. Komm raus, du Hund, oder baust du da schon wieder ein Geschütz auf? Wie ich dich kenne, ich glaube schon, ne? Vorsichtig. Hat der uns schon anvisiert? Ja, jetzt hat er uns anvisiert. Du lungerst da hinten aber auch ganz fein säuberlich rum. Muss ich dir lassen, ich habe dich kaum gesehen. Und dich auch nicht. Ich glaube, wir müssen nur noch den platt machen. Dann kommt der Dicke wieder raus. Schön brennen, Mann, schön brennen. Flupp! Na los, komm schon, du feindlicher Anführer. Du stark gepanzerte Einheit. Diesmal haben wir ein paar Soldaten mehr auf dem Kriegsfeld. Wo ist denn hier einer? Auf wen ballert ihr denn da? Ich sehe keinen. Nicht mal meine Mantis sieht hier irgendwen. Vorsichtig. Da kommt einer. Halt schön Ausschau, mein Freund. Geschütz sie ist gerade weg für die nächsten 12 Sekunden. Schön cool bleiben. Hä, was ist denn da schon wieder kaputt? Was war denn da gerade kaputt? Sie hat ge... Oder eher, er hat gepupst wie eine MP. Einfach hinten raus. Es war sehr merkwürdig. Ich bin auch immer noch sehr verstört davon. Wo willst du hin, Mann? Wo willst du hin? Aber bestimmt doch. Jetzt kommt er wieder, der feindliche Anführer. Es wird Medic sein, ne? Es wird der Medic wieder sein. Stopp! Oh, die kommen alle von da, ne? Medic, 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 Medic. Ich krieg echt schon wirklich so ein leichtes Medic-Traumata. Oh, der hält aber richtig aus. Das kann doch nicht sein. Mensch, das ist die Tag. Und der Medic macht ja ein Heile nach dem anderen. So, jetzt der Medic, Medic. Ist da Spezialmuni drüben? Ich brauche sie sofort. Ist das ein Gegner? Ja, wird wahrscheinlich so sein, wenn Geschütz sie drauf ballert. Geschütz sie hat sich da oft... Naja, nee, nicht oft, sondern hat sich da bisher weniger geirrt. So, Medic. Du Sau, du. Ich mach dich alle. Ich mach dich alle. Ja! Oh Gott! War er das? War er das? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das war der Mega-Medic. Na. Überfall, Mann. Überfall. Druck machen! Vergiss es. Nicht heute. Nicht klappe die zweite. Durchladen. Den Loot angucken. Jupp, können wir gebrauchen und nope, können wir weniger gebrauchen. Es sind noch ein paar übrig, aber der Anführer ist weg. Der Anführer ist weg. Geschütz, sie lebt noch. Da ballert einer von den Gegnern. Oh, oh, da kommt noch mehr. Vorsichtig, oder? Sind das nur die Raben gewesen? Na, 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 vorsichtig. Immer schön langsam. Wir haben sie in die Enge getrieben. Jetzt lasst sie uns ausräuchern. Yay! Pistole, Mann, Pistole. Boom! Solarfahr eingenommen, Untersuchung aktualisiert, Vorratsraum freigeschaltet. Yay! Oh mein Gott. Blaupause versiegelter Brustpanzer. Saison 2 Chinas Vermächtnis. Kiste wahrscheinlich. Kiste, Kiste, Kiste. Luftaufklärung 90 Meter. Müssen wir die jetzt machen? Müssen wir mitnehmen. Können wir liegen lassen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit. Dankeschön. Angenehmer Loot. Ich mach mal die Kiste auf.
Benanntes Objektbehälter? Na klar, machen wir auf. Yay, Sumpfkette. Eine neue MP? Hm, vielleicht eine Alternative für Dark Winter, aber ich glaube eher nicht. So, Kinas Box, mach auf. Kinas Junior-Tüte. Eclipse-Protokoll, reißfester Gelenkschutz. Des Stürmers, ne? Mhm. Des Stürmers. Haben wir alles mitgenommen, ne? Jupp. Schön. Behälter, irgendwelche Spezialbehälter, genau. Phönix am Boden. Machen wir auf. Mit X war das, ne? Lootbox! Dün, 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 dün. Naja, lila halt, ne? Lila! Aber trotzdem sieht cool aus. Ich glaube, gerade bei den Bekleidungsbehältern hat die Farbe des Loots nicht so wirklich Aussagekraft, meiner Meinung nach. Ich habe da schon ganz bescheidene Dinge gesehen, die Gold waren, und dann habe ich eigentlich auch schon ganz coole Dinge gesehen, die lila waren. Deswegen ist eigentlich irrelevant. Ich, bei Mode oder naja, beim Aussehen oder bei Klamotten entscheidet ja sowieso immer der eigene Geschmack. Na gut, ich glaube, das zeigt auch nur, wie selten irgendetwas ist, da die Farbe bei den Bekleidungsbehältern. Kann ich das mitnehmen? Nee, das ist einfach nur der Schein von dem Kram, den ich habe liegen lassen. Das Luftding, nee, das mache ich jetzt nicht. Wir müssen weiter, wir müssen andere Dinge machen. Wie zum Beispiel, genau, Absturzstelle, Alarmstufe 3. Doch, wir müssen dann da durch. Na gut, dann machen wir die Luftaufklärung auch noch. Wollen wir mal die neue MP ausprobieren? Sumpfkette, was kann die denn bitte? Perfekt, unerschütterlich. Wenn Sie zu dieser Waffe wechseln, erhalten Sie für 5 Sekunden plus 400% Waffenhandling. Tötungen erneuern die Stärkung. Ein erneuter Wechsel entfernt Sie 5 Sekunden lang bei allen Waffen. Ein erneuter Waffenwechsel entfernt Sie 5 Sekunden lang bei allen Waffen? Wie? 400% Waffenhandling? Nein, das wird doch nicht abgezogen dann, oder? Müssen wir mal gucken. Wir gucken einfach mal. Ich male sie erstmal schön an. Wie wäre es mit... Es gibt so viele Skins, ne? Ich nehme diesmal rot, genau. Und oben packe ich rauf irgendwas mit Präzision. Das Holovisier. Unten kommt der Griff für Präzision ran, damit wir das Ding so einigermaßen halten können. Magazin kann ich leider nicht austauschen. Warum auch immer. Sumpf. Wie hieß es nochmal? Sumpfkette. Tatsächlich Kette. Kette, Kette, Kette. Sumpfkette, dein erster Einsatz. Sumpfkette, Klappe, die erste. Und das Ding ist natürlich auch noch goldig, ne? Meine Güte. Flop. Aber schön, dass hier alles markiert wird, worauf man ballern soll. Hier, meine Freunde. Oh Gott, wir sind so tot. Wir sind so tot. Wir brauchen irgendwas, womit wir viel Schutz abgeben können. Der LMG wäre jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Wow, ja genau. Das Ding ist die absolute Hölle. Kann ich hierauf ballern? Na klar kann ich hierauf ballern und ich baller auch hier drauf. Vergiss es, vergiss es. Na, lass mich durch. Na? Das wird nichts, das wird nichts. Immer auf die weißen, genau, auf die weißen Pixel hier ballern. Yay! Sehr schön, schön ein Triebwerk weggeballert. Das gilt, das gilt. Aber eigentlich Quatsch, dass ich hier mit der Mantis schieße. Das Ding hat uns die ganze Zeit im Visier. Da muss ich auf jeden Fall was Härteres nehmen, wie zum Beispiel meine M44 Karabiner. Das macht total Sinn. Ja. Weil wir hier natürlich nicht den Bonus bekommen. Bezüglich des Nicht-Entdecktseins. Aber, oh. Naja, hier wird jetzt auch nicht markiert, was ich anschießen soll. Das ist natürlich nicht so praktisch. Nicht so praktisch. Aber ich glaube, wir können alle Rotoren noch anballern, die noch nicht qualmen. Flupp. Schön. Geht ja doch ganz gut, ne? Geht ja doch ganz gut. Geschütze vielleicht mal platzieren. So just for fun. Na, wo ballern wir Geschütze hin? Geht's da rauf vielleicht? Auf das Dach hier? Ja, auf das Dach ist gut. Auf das Dach gefällt mir.